Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Nachdem unsere beiden Kanäle Hörspiele und Hörbücher Black Edition bzw. Blue Edition mittlerweile viele Fans gefunden haben, können wir euch mitteilen, dass es nun zwei weitere Editionen bzw. Kanäle gibt. Dies wären Hörspiele und Hörbücher Red Edition und die ebenfalls neue Green Edition. In diesen werdet ihr einen Genremix von Stücken finden, welche bisher in der Black Edition, deren Fokus auf Thrillern und Krimis liegt, und in der Blue Edition, wo fantasievolle Sci-Fi-Geschichten zu finden sind, leider keinen Platz gefunden haben. Wir würden uns freuen, wenn wir auch mit diesen beiden neuen Kanälen euren Geschmack treffen. Die Links zu unseren nun insgesamt vier Kanälen findet ihr im ersten angepinnten Kommentar. Nun aber genug der Vorrede und weiter mit dem nächsten Stück. Wir wünschen gute Unterhaltung. Salinas Moore, Maschinenbau? Nein, tut mir leid, im Moment geht's nicht. Ich habe eine wichtige Besprechung. Ich rufe zurück. Victor, stört's dich, wenn Schädler mitstenografiert? Du weißt ja, ich habe ein Gedächtnis wie ein Sieb. Mitstenografiert? Wozu um alles in der Welt brauchen wir ein Stenogramm? Nichts weiter als eine kleine Gedächtnisstütze für Mr. Allen, Mr. Salinas. Ich muss einen Bericht schreiben über diese Sache und der soll absolut korrekt sein. Offen gestanden, Don, ich bin alles andere als glücklich über diese Idee der Hauptverwaltung, dich wegen dieser Bagatelle hier runterzuschicken. Und jetzt soll deine Sekretärin auch noch ein Stenogramm aufnehmen. Resultat? Es gibt einen Riesenzirkus. Sieh es doch mal mit den Augen des Aufsichtsrats. Als Marlow Maschinenbau deinen Betrieb übernahm, da wurde eine Menge Geld hineingepumpt. Unter der Voraussetzung, dass Eric Moore und ich den Laden schmeißen, ohne dass uns dabei viel hineingeredet wird. Immerhin waren wir langjährige Partner im gemeinsam gegründeten Geschäft, ehe ihr uns eingesackt habt. Victor, als Marketingmanager muss ich nun mal hundertprozentige Gewissheit haben, dass du in der vereinbarten Zeit liefern kannst. Du hast mir doch selbst gesagt, es gäbe da Probleme. Also, hast du den ganzen Wirbel in der Zentrale verursacht? Mir blieb nichts anderes übrig. Das ist nun mal mein Job. Wenn ich gewusst hätte, dass man uns einen überflüssigen Marketingmanager als Klotz ans Bein bindet, hätte ich nie verkauft. Dann wärst du jetzt pleite. Dein Kapital hat vorn und hinten nicht gereicht. Es gibt schließlich noch andere Wege, zu Geld zu kommen. Jedenfalls habt ihr von dem Geschäft profitiert. Dies hier ist vielleicht eine relativ kleine Fabrik, aber es ist die perfekteste automatische Anlage, die es in Europa überhaupt zurzeit geben kann. Ja, das mag ja sein, aber was nützt das schon, wenn ihre Erzeugnisse nicht rechtzeitig fertig werden? Du machst dir viel zu viel Gedanken, Don. Wir werden rasch rausfinden, was da falsch gelaufen ist. Ja, das will ich hoffen. Ein komplettes Fahrzeug. Einfach verschwunden. Ich denke, es ist an der Zeit, den Tatbestand aufzunehmen, Schäler. Bitte, Mr. Allen. Wie das klingt. Ich dachte, wir sind Freunde. Und das sind wir noch immer. Solange du dich nicht gegen meine Untersuchung stemmst. Du lieber Himmel. Ein einziges Fahrzeug fehlt. Genau. Also, Schäler, notieren Sie. Betrifft Verschwinden eines gepanzerten Raupenschleppers. Haben Sie? Nun, Victor? Was soll ich dazu sagen? Ich habe alles geprüft und nachgeprüft. Ein Fahrzeug fehlt. Die Geschäftsleitung traute ihren Augen nicht, als dein Telex kam. Wer um alles in der Welt sollte schon den Wunsch haben, einen 2-Tonnen-Schlepper vom Fabrikhof zu klauen? Sagten Sie 2 Tonnen? Ja, es sind 2 Tonnen. Bist du ganz sicher, Victor, dass ihr euch nicht einfach verzählt habt? Ja, natürlich bin ich sicher. In jeder Nacht produzieren wir 28 Schlepper. Aber auf dem Hof stehen nur 27. Ich möchte dich trotzdem bitten, sie nochmals über den Fernsehmonitor nachzuzählen. Ich werde inzwischen Schäler ein paar Sätze diktieren. Na schön. Kannst mir glauben, dass ich der Sache genauso auf den Grund gehen möchte wie du? Zunächst mal einige allgemeine Informationen über das Werk, Schäler. Es wurde eigens für die Produktion von 2 Tonnen schweren, gepanzerten Raupenschleppern gebaut. Zielgruppe für den Verkauf? Hauptsächlich ausländische Armeen, welche die Fahrzeuge zur Räumung von Minenfeldern, zur Entfernung von Blindgängern, Zeitzündern oder zur Feuerbekämpfung und so weiter einsetzen wollen. Zu diesem Zweck Fernsteuerung. Um keine Menschenleben zu gefährden. Ja, genau. Modernste Technologie. Was nicht weiter Wunder nimmt, wenn man weiß, dass Victor und Eric die größten Experten auf dem Gebiet ferngesteuerter Maschinen sind. In Computertechnik und so. Richtig. Also, wo war ich? Ach ja. Die Produktionsmethoden gehören zu den modernsten, die man in Europa finden kann.
Die Einzelteile werden gekauft und dann gewissermaßen dem Fließband eingefüttert. Alles weitere, also die gesamte Fertigung, haben Sie, übernehmen dann computergesteuerte Maschinen. Roboter, populär ausgedrückt. Das fertige Fahrzeug verlässt die Endmontage, ohne dass es während des ganzen Arbeitsganges auch nur eines menschlichen Handgriffes bedurft hätte. Am Fließband steht also kein Arbeiter? Nicht ein einziger. Na, Schäler, erinnern Sie mich doch bitte daran, dass ich Victor frage, wie oder durch wen die Roboter kontrolliert werden. Mach ich, Mr. Allen. 27. 27. Einer fehlt. Hm. Unbegreiflich. Ist doch gar nicht möglich, ein Fahrzeug von den anderen abzukoppeln. Auch nach der Endmontage sind sie noch Teil des Produktionsprogramms. Kannst du das ein bisschen erläutern, Victor, dieses Produktionsprogramm, oder sollte ich sagen, diese vorprogrammierte Produktion? Na schön, die Produktion. Um das Ganze in Gang zu halten, braucht man nur zwei Mann, meinen Partner Eric Moore und mich. Oh. Außerdem haben wir noch einen Werkmeister für die Instandhaltung, Jim Wilson. Drei Mann für eine ganze Fabrik? Ist denn das Risiko, die Produktions- und Liefertermine damit einhalten zu können, nicht so groß? Nein, nicht mit den Robotern, die wir verwenden. Ich habe noch nie viel Vertrauen zu mechanischen Geräten gehabt. Das hier sind keine Glücksspielautomaten. Sie sind für sämtliche Arbeitsgänge im Verlauf der Schleppermontage am Fließband exakt programmiert. Das muss ja ein Vermögen gekostet haben, die zu installieren. Aber es ist auch das kostensparendste Höchstleistungssystem überhaupt. Jeder Arbeitsvorgang ist völlig durchrationalisiert. Und noch etwas, unsere Roboter treten nie in Streik und verlangen auch keine Frühstückspause. Das wird die Gewerkschaft freuen. Dann lassen wir die Gewerkschaft aus dem Spiel. Wir haben Roboter, welche die einzelnen Teile in die richtige Position bringen. Automatische Schraubenzieher, sogar automatische Schweißgeräte, welche die größeren Teile miteinander verschweißen. Und die Ketten der Raupenschlepper, wer befestigt die? Machen alles Roboter. Das ist doch unglaublich. Und die Lackierung? Am Ende des Fließbands befindet sich ein automatischer Farbsprinkler. Nach automatischer Schnelltrocknung kommen die Schlepper über ein anderes Band auf den Abstellplatz im Hof. Und du bist sicher, dass sie von dort nicht heimlich abtransportiert werden können? Absolut. Der Versuch würde das gesamte Produktionsprogramm unterbrechen. Denn die fertigen Fahrzeuge sind immer noch in den computergesteuerten Programmkreis eingeschlossen. Völlig idiotensicher. Wie kommt es aber dann, dass einer der Schlepper verschwunden ist? Tja, ich kann mir das einfach nicht erklären. Mr. Allen, ja? Sie wollten doch noch fragen, wie die Roboter kontrolliert werden. Ah ja, richtig, Victor. Nun, alle Arbeitsgänge sind natürlich vorgeplant und die entsprechenden Anweisungen und Zeiten werden auf Magnetband gespeichert. Jeder Roboter hat so ein Magnetband, das ihm befiehlt, was er zu tun hat. Und das immer wieder, ununterbrochen. Und immer die gleichen Arbeitsgänge? Ja. Die Schnelligkeit, mit der diese Roboter arbeiten, würde einen normalen Menschen wahnsinnig machen. Immer im gleichen Takt, Tag und Nacht. Du hast gesagt, dass du gestern die Tagesproduktion überwacht hast. Wer war denn nachts zuständig? Mein Partner, Eric Moore. Salinas Moore Maschinenbau? Hier, Sharon, ich muss dich unbedingt sprechen. Nein, hier ist Salinas Moore Maschinenbau. Sie haben sich verwählt. Bitte, keine Ursache. Das passiert x-mal am Tag. Neue Fabrik, neuer Anschluss, falsch verbunden. Also doch nicht völlig idiotensicher. Unser Produktionssystem ist idiotensicher. Wenn ein 2-Tonnen-Raupenschlepper verschwindet, kann es das nicht sein. Und das heißt? Wenn es tatsächlich unmöglich ist, ein solches Vehikel zu klauen, weil sonst der ganze Produktionsablauf zum Stillstand käme, wie du sagst, dann muss jemand absichtlich in der vergangenen Nacht die Produktion angehalten haben, oder? Es gibt wohl keine andere Erklärung für das fehlende Fahrzeug. Du meinst, ein Fahrzeug ist überhaupt nicht produziert worden? Ja, genau das meine ich. Unmöglich, unmöglich. Das würde eine Unterbrechung des gesamten Produktionsprogramms für mindestens 10 Minuten bedeuten. Dadurch wäre die Alarmanlage ausgelöst worden. Die Alarmanlage? Natürlich. Und da Eric Moore hier Dienst hatte, wäre er dadurch gewarnt worden und hätte nachgesehen. Es kann also keine Unterbrechung gegeben haben. Na schön, wenn also die Alarmanlage ausgelöst wird, sobald die Produktion zum Stillstand kommt, dann kann es also keinen Stillstand gegeben haben. Genau das versuche ich dir klarzumachen. Ich weiß. Also die Schlussfolgerung, wenn die Anlage vollautomatisch arbeitet, dann muss jemand das Tempo so gedrosselt haben, dass ein Zeitverlust von 10 Minuten und damit der Ausfall eines Fahrzeuges entstanden ist. Aber wer?
Wer um alles in der Welt hätte den Wunsch haben sollen, so etwas zu tun? Vorausgesetzt, er wäre dazu überhaupt in der Lage gewesen. Ich wüsste schon einige Gründe. Zum Beispiel? Eine Menge Leute müssen doch ein brennendes Interesse haben an dem, was hier konstruiert wird. Ich meine, das vollautomatische System. Also Industriespionage? Sag mal, seit wann liest du Spionagegeschichten? Vielleicht hat sich auch einer eurer Konkurrenten letzte Nacht hier ein wenig umgetan. Das heißt, du denkst an... An Sabotage. Belebt das Geschäft. Ausgeschlossen. Keiner hätte Bescheid gewusst. Erik und ich sind die Einzigen, die den Robotern ein neues Programm eingeben können. Du, übrigens, wo ist Erik im Augenblick? Wahrscheinlich zu Hause bei seiner Frau. Habe ich Eriks Frau schon kennengelernt? Ich glaube nicht. Naja, es hat ja auch Zeit. Jetzt geht's erstmal darum, herauszufinden, was hier passiert ist. Ich kümmere mich darum, Don. Du brauchst wirklich nicht länger hier rumzuhängen. Da bin ich leider anderer Meinung. Man hat mich hierher geschickt, um einen Bericht zu schreiben. Daraus soll hervorgehen, ob du die Fähigkeit hast, diesen großen Auftrag für Argentinien zuverlässig auszuführen. Ja, doch, ja, zum Teufel. Wie steht es mit deiner Fähigkeit? Was kannst du tun, was ich nicht könnte? Was hast du vor? Victor, es ist doch offensichtlich so, dass irgendwas im Produktionsablauf nicht in Ordnung ist. Wir müssen das Fließband inspizieren, und zwar von A bis Z, um herauszukriegen, wo der Störfaktor steckt. Jetzt? Ja, jetzt. Vielleicht entdecken wir etwas, das uns verrät, was letzte Nacht geschehen ist. So ein Raupenschlepper, der kann sich doch nicht einfach in Luft auflösen. Meinetwegen. Willst du ganz am Anfang beginnen? Ja. Ich will mir die gesamte Fertigungsanlage ansehen, von vorn bis hinten. Großer Gott, das dauert Stunden. Sie kommen am besten mit, Sheila. Vielleicht gibt's irgendwas zu notieren. Gar nicht, war noch nie in so einer Fabrik. Dann ziehen Sie lieber Ihren Mantel an. In der Halle ist es ziemlich kühl. Ja. Also hier nimmt die Produktion ihren Anfang. Hier werden die ersten Panzerplatten am Raupenschlepper befestigt. Das ist also der Roboter, der die Platten am Chassis festschraubt. Ja, 6 pro Stunde. Sie notieren das alles, Schäler. Ja, Mr. L. Ist das da der automatische Schweißer? Ja. Die Arme des Roboters verbinden durch Tunschweißung die oberen mit den seitlichen Panzerplatten. Gespenstisch. Durch Magnetband sind sie vorprogrammiert, den genau gleichen Schweißvorgang an jedem Fahrzeug auszuführen, das hier hält. Ohne jeden Arbeiter. Das sage ich doch immer wieder. Es ist völlig narrensicher. Du, dann hat dein Roboter aber böse geblutet. Was soll das heißen? Ja, schau doch mal hier auf den Boden. Ich denke, das ist Blut. Um Himmels Willen. Eine ganze Blutlache. Das sieht mir eher nach roter Farbe aus. Nein. Du, das ist garantiert keine rote Farbe. Das sieht nach einem Unfall aus. Vielleicht hast du richtig vermutet. Vielleicht wollte doch jemand Sabotage begehen und hat dabei einen Schlag vom Arm des Roboters abgekriegt. Du, wenn das tatsächlich Blut sein sollte... Du, es ist Blut, ich bin da ganz sicher. Don, bleibt ihr einen Augenblick hier? Ich hol nur Jim Wilson, den Werkmeister. Vielleicht weiß der was. Mr. Ellis, geht mich zwar nichts an, aber ich überlege mir die ganze Zeit, wer wohl Sharon sein mag. Sharon? Ja, als vorhin das Telefon läutete, stand ich direkt neben Mr. Salinas. Es war eine Frauenstimme, die sich meldete, und zwar mit Sharon. Dann war es also keine falsche Verbindung. Nein, sie wollte dringend mit ihm sprechen, aber er tat so, als hätte sie sich verwählt. Weil wir da waren. Mhm. Hm. Vielleicht war es eine Freundin, von der wir nichts wissen sollten. Oh. Da kommt er ja wieder. Don, dies ist Jim Wilson. Tag. Meine Sekretärin, Miss Anderson. Freut mich. Jim ist unser Werkmeister. Sieht ja nach dem Rechten, hält alles in Schuss. Mhm. Er kann dir alles erklären, was mit unseren Maschinen zusammenhängt. Kann er mir auch diese Blutflecken erklären? Was für Blutflecken? Sehen Sie mal, da. Auf dem Boden. Unter dem Roboter. Blut? Unmöglich. Unmöglich. Das höre ich schon die ganze Zeit. Aber das ist eine Blutspur und sie geht direkt dort hinüber zum nächsten Fließband. Das muss ich mir erst mal ansehen. Können Sie irgendwas dazu sagen, Jim? Hat es vielleicht einen Unfall gegeben? Hier hat kein Mensch was zu suchen, also kann es auch keinen Unfall gegeben haben. Ja, das sage ich schon die ganze Zeit. Ja, vielleicht hat letzte Nacht jemand hier eingebrochen und sich dabei verletzt. Nee, das ganze Werk ist mit Alarmanlagen dicht gemacht.
Außerdem hat Mr. Moore vergangene Nacht Dienst gehabt. Ein verdächtiges Geräusch wäre ihm sofort aufgefallen. Ja, weil wir gerade von Mr. Moore sprechen. Ich kam heute früh etwas zeitiger, um noch etwas mit ihm zu besprechen. Aber er war schon nicht mehr da. Als ich kam, lief die Anlage ordnungsgemäß. Ich weiß. Ich nahm deshalb an, er hätte die Aufsicht Ihnen übergeben und wäre einfach früher gegangen. Ich habe ihn nicht gesehen. Ich habe gedacht, er hätte die Aufsicht Ihnen übergeben, Mr. Salinas. Moment mal. Demnach hat also niemand heute Morgen Erik gesehen. Sieht so aus. Vielleicht ist ihm hier etwas zugestoßen. Wir sollten uns auf jeden Fall davon überzeugen, dass alles in Ordnung ist, Mr. King. Ich ruf mal an bei ihm. Haben Sie seine Nummer? Oh, die Nummer hat Mr. Salinas. Es ist ja auch die von Sharon. Halten Sie den Mund. Sharon, wer ist das? Eriks Frau. Wir sind ganz gute Freunde. Die Nummer ist Medding 2425. Du kannst von meinem Büro aus telefonieren. Danke. Ich werde mir wohl einige Notizen machen müssen. Sheila, kommen Sie bitte mit. Ja, Mr. Allen. Fünf. Sagten Sie nicht, die Frau, die vorhin Victor sprechen wollte, nannte sich Sharon? Ja, es hätte Mr. Moores Frau sein können. Mhm. Ob die beiden was miteinander haben? Der Werkmeister scheint was zu wissen. Ja, dieser Jim weiß was. Also ich kann mir nicht helfen, ich habe das Unangenehme... Medding 2425. Hallo, Mrs. Moore? Ja, wer ist denn am Apparat? Entschuldigung, mein Name ist Alan, Don Allen. Ja. Ich bin Marketingmanager in der Hauptverwaltung von Merlo Maschinenbau. Ich hätte gern mal kurz Ihren Mann gesprochen. Es tut mir leid, Eric ist nicht da. Ich bin so in Sorge. Er hätte schon vor einigen Stunden von der Fabrik nach Hause kommen müssen. Ich wollte gerade die Polizei anrufen. Warten Sie damit noch etwas, Mrs. Moore. Ja, aber... Wir werden das Werk durchsuchen und uns dann wieder bei Ihnen melden. Bitte. Machen Sie sich keine unnötigen Gedanken. Ich bin sicher, die Sache ist völlig harmlos. Meinen Sie? Na gut. Rufen Sie mich möglichst bald an, ja? Eric sagt mir nämlich sonst immer Bescheid, wenn er später heimkommt. Ich verspreche es Ihnen, Mrs. Moore. Danke. Also, Eric ist ebenfalls verschwunden, genau wie die Maschine. Gehen wir zum Fließband zurück. Glauben Sie denn, dass die Blutspur von Ihnen stammen könnte? Wer weiß, sehen wir uns um. Und zwar gründlich. Diese Blutspur kommt anscheinend unter diesem automatischen Schweißer hervor. Sie haben recht. Und von hier führt sie dorthin über, zum nächsten Fließband. Kommen Sie. Aber hier hört sie auf. Vielleicht hat er sich hier einen Verband angelegt. Er? Wer auch immer es gewesen sein mag. Ein Verband, das ist denkbar. Ah ja, da ist ja auch Victor. Er kann uns sagen, wie die Fertigung von hier aus weitergeht. Na? Hast du Mrs. Moore erreicht? Ja. Sie hat Eric heute Morgen noch gar nicht gesehen. Komisch. Ich sagte ihr, sie solle sich nicht aufregen deswegen. Wir würden das Werk durchsuchen. Wohin zum Teufel könnte der sich verkrümelt haben? Victor, diese Blutspur führt hierher, wie du siehst. Was tut sie hier? Auf diesem letzten Fließband? Ja. Da werden die Endphasen der Produktion durchlaufen und die fertigen Fahrzeuge auf den vorgesehenen Abstellplatz im Hof befördert. Ist es möglich, in eines der fertigen Fahrzeuge zu steigen? Ich meine, könnte ein Mensch, der verletzt ist, so etwas getan haben? Schon möglich. Weshalb? Nun, das würde erklären, warum die Blutspur plötzlich aufhört. Ein Verletzter würde zweifellos versuchen, mit einem Fahrzeug auf dem Fließband nach draußen zu kommen, um von dort aus Hilfe zu finden. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass es hier einen Unfall gegeben haben soll. Das ist bestimmt nur rote Farbe. Kann Jim Wilson uns auf dem Werkhof rumführen? Ich würde mir gern mal draußen die Schlepper ansehen. Hey! Kommen Sie mal her! Schnell zum Abstellplatz! Kommen Sie aber ohne das Mädchen! Würden Sie bitte im Büro auf uns warten? Ich melde mich, falls ich Sie brauche. In Ordnung, Mr. Allen. Ich kann ja inzwischen das Stenogramm abtippen. Ja, tun Sie das. Ich komme! Er ist tot. Wer? Eric Moore. Er liegt in diesem Raupenschlepper hier. Um Gottes Willen. Das muss ein Wahnsinniger getan haben, ein Verrückter. Diese vielen Stichwunden im Rücken. Das Messer steckt noch. Was hat der Staub auf seiner Kleidung zu bedeuten? Es könnte Kohlenstaub sein oder Schmutz aus der Schweißerei, ich weiß es nicht. Sache der Polizei also? Ja, nichts berührend. Wegen der Spuren, der Fingerabdrücke. Aber warum hat man das Messer im Rücken stecken lassen? Das verstehe ich nicht.
Ein Verrückter, der den Kopf verloren hat. Oder einer, der in blinder Wut... Jim, gehen Sie bitte ins Büro und rufen Sie die Polizei an. Sie soll so schnell wie möglich herkommen. Schon unterwegs. Wäre es nicht deine Aufgabe gewesen, die Polizei anzurufen? Ich wollte mit dir unter vier Augen reden. Es betrifft Jim und Eric. Ah. Sie hatten erst neulich eine heftige Auseinandersetzung. Und ich weiß nicht, ob man das bei der Polizei erwähnen sollte. War der Streit heftig genug, um mein Motiv für Mord abzugeben? Das habe ich nicht behauptet. Aber sie waren beide sehr wütend. Ich habe es von meinem Büro aus gesehen. Einmal wollte Eric sogar ihm eins auf die Nase geben. Jim konnte gerade noch ausweichen. Ja, worüber haben sich die beiden denn gestritten? Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass es ihnen todernst gewesen ist. Mhm. Ja, vielen Dank für den Hinweis. Er könnte der Polizei vielleicht weiterhelfen. Ich wollte es dir nur gesagt haben, weiter nichts. Natürlich. Es könnte von Bedeutung sein. Sag, Sheila, sind Sie fertig geworden? Ja, Mr. Allen. Ob die Polizei noch mal hierher kommt? Komm, die suchen nach Spuren auf dem Werksgelände draußen. Das dauert wahrscheinlich den ganzen Nachmittag. Ach, lesen Sie mir doch bitte mal vor, was die gefunden haben. Der Mann ist seit 8 Stunden tot. Keine Fingerabdrücke am Messergriff, keine Fingerabdrücke am Fahrzeug. Das ist seltsam. Was? Ja, dass keine Fingerabdrücke am Fahrzeug sind. Wäre er aus eigener Kraft hineingeklettert, hätte er bestimmt irgendwo Fingerabdrücke hinterlassen. Naja, weiter bitte. Todesursache mehrere Stichwunden. Alle in einem Umkreis von 5 Zentimetern. Der Mörder ließ das Messer im Körper stecken. Übrigens, die Polizei meint, der Schmutz auf seiner Kleidung stammt tatsächlich aus der Schweißerei. Von irgendwelchen Rückständen. Die Lichtbogen, natürlich. Die hinterlassen Staub beim Schweißen. Es muss also jemand den Toten in das Fahrzeug geworfen haben. Der oder die Täter trugen Handschuhe, sonst hätte man Fingerabdrücke gefunden. Eric Moore war bereits tot, als er in den Schlepper geworfen wurde. Aber wer hat ihn da reingeworfen? Wer hat ihn umgebracht? Und warum? Die Polizei hat noch keinerlei Spuren. Denen fehlt sowohl das Motiv als auch der Mörder. Sheila, ist Ihnen aufgefallen, dass Victor den Streit zwischen Eric Moore und Jim Wilson der Polizei verschwiegen hat? Er hat es uns erzählt, aber nicht der Polizei. Vielleicht, weil Jim dabei saß. Oder weil er wollte, dass ich es der Polizei mitteilte. Möglich. Oder weil Victor fürchtete, Jim könne etwas Nachteiliges über ihn aussagen. Ich glaube, wir sollten uns die beiden mal vorknöpfen hier oben. Ich bin gespannt, was Jim Wilson sagen wird, wenn er erfährt, dass Victor uns von seinem Streit mit Eric Moore erzählt hat. Sie hinterhältige Schwein! Sie wollen mir die Geschichte anhängen. Wollen Sie etwa leugnen, dass Sie vor 2 Tagen eine heftige Auseinandersetzung mit Eric hatten? Dann seien Sie doch nicht so naiv. Ich habe euch von hier oben aus beobachtet. Einmal hätte Ihnen Eric fast mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Das haben Sie also rum erzählt. Damit es so aussieht, als ob ich ein Motiv gehabt hätte, Eric umzubringen. Moment mal, Jim. Die Polizei weiß nichts davon. Nur Sheila und ich. Und was haben Sie nun vor? Wollen Sie damit zur Polizei gehen? Nicht, wenn ich es vermeiden kann. Nur, bis jetzt sind Sie der Einzige mit einem Mordmotiv. Oh, wenn Sie nach Motiven suchen, da kann ich Ihnen auf die Sprünge helfen. Victor, wissen Sie auch, warum es bei diesem Streit mit Eric ging? Woher sollte ich das wissen? Ich habe ihn ja nicht mehr gesehen. Der Streit betraf Sie. Vorsicht, überlegen Sie, was Sie sagen, Jim. Möglicherweise müssen Sie es vor Gericht beschwören. Na, wenn schon, ich habe Beweise. Lassen Sie hören. Ich hoffe, Sie wissen, was Sie tun. Und ob ich das weiß? Ihr Partner Eric hat Ihnen nicht mehr über den Weg getraut. Er hat Ihr Telefon angezapft und Ihre Gespräche aufgenommen. Ach. Ja. Das glaube ich nicht. Warum hätte der sowas tun sollen? Ich habe eines der Bänder abgehört. Ich kenne den Grund. Sie bluffen. Ich bluffe nicht. Mr. Wilson, was ist auf dem Tonband gewesen? Ein Gespräch zwischen Victor und Sharon. Ein interessantes Gespräch. Wie verdammter... Bitte, Victor. So kommen wir doch nicht weiter. Jedenfalls, darum ging es bei unserem Streit. Dass Sie Erics Abhöranlage entdeckt haben? Gewissermaßen, ja. Natürlich wollte Eric nicht, dass Victor Wind von der Sache bekommt. Na, da habe ich ihm halt einen kleinen Handel vorgeschlagen. Eine kleine Erpressung, wie?
Eine Abmachung. Keine Erpressung. Ich glaub dem Kerl kein Wort. Es ging um was anderes. Denn er hat ihn umgebracht. Ich bin eher der Ansicht, er hat Erik zwar erpresst, aber nicht umgebracht. Warum nicht? Weil Erik ihm als Toter überhaupt nichts genützt hätte. Man kann doch einen toten Menschen nicht erpressen. Sie sagen es. Ich war überhaupt nicht hier letzte Nacht und das kann ich auch beweisen. Ich war auch nicht hier. Und ich kann das ebenfalls beweisen. Sie wollen wohl sagen, Sharon kann das beweisen. Noch so eine dreckige Bemerkung. Also gut, Sie beide besitzen also Alibis für die vergangene Nacht. Das bedeutet, wir haben zwar eine Leiche, aber keinen hinreichend der Tatverdächtigen. So etwa ist die Lage. Ich habe jedenfalls nichts mit der Geschichte zu tun. Jim, war da nur ein einziges Tonband? Ja. Und wo ist das? Immer noch auf dem Tonbandgerät, nehme ich an. Auf welchem Tonbandgerät? Erik hatte so eine Art Wanze in Victors Telefon installiert. Jedes Gespräch wurde dadurch automatisch auf ein Tonbandgerät in Eriks Büro übertragen und dort aufgezeichnet. Das würde ich mir gern mal ansehen. Na, dann kommen Sie mal mit. Hören Sie sich das an. Salim das Moore, Maschinenbau. Bist du Stalin? Ja, am Apparat. Victor, du fehlst mir. Ich bin ja bald wieder bei dir. Um 7 Uhr heute Abend. Okay? Das genügt. Sie brauchen mir nichts weiter vorzuspielen. Ich glaube Ihnen, Jim. Und du? Was sagst du dazu, Victor? Schön, schön. Ich gebe zu, Sharon und ich sind gute Freunde. Freunde, dass ich nicht lache. Jetzt langt's mir aber. Genug, Schluss jetzt! Gehen Sie, Jim. Du auch, Victor. Schick mir bitte Shayla rein. Das letzte Wort ist noch nicht gesprochen in dieser Angelegenheit. Don, ich sag dir nochmals, ich war meilenweit von dieser Fabrik entfernt vergangene Nacht. Ich ebenso. Ich kann's beweisen. Also muss es eine andere Erklärung geben. Bis später, meine Herren. Kein Mensch will in diesem Werk gewesen sein heute Nacht. Aber morgen liegt eine Leiche rum. Will da jemand wieder mal das perfekte Verbrechen begangen haben? Aber wer? Und wie? Das ist hier die Frage. Mit Shakespeare kommen wir aber nicht weiter. Kommen Sie, Sheller, kommen Sie. Die Polizei ist eben weggefahren. Also Sie haben mich gebeten, Ihnen das hier zu geben. Danke. Na, was schreibt er denn? Es dürfte Sie interessieren, dass wir den Griff des Messers, das im Rücken des Verblichenen... des Verblichenen steckte, gründlich untersucht haben. Obwohl wir keine Fingerabdrücke entdecken konnten, stellten wir am Griff besagter Tatwaffe 2 tiefe Kerben fest, die vermuten lassen, dass er von einer Zange gehalten worden ist. Was schließen Sie daraus? Der Messergriff ist von einer Zange gehalten worden? Ja, interessant. Aber ehe wir darüber nachdenken, was das wohl zu bedeuten hat, wollen wir uns erstmal noch einige Tonbandaufzeichnungen zu Gemüte führen. Was denn für Tonbandaufzeichnungen? Victors Telefongespräche. Die Tonbandaufnahmen stammen alle von Victors angezapftem Telefon. Es ist allerdings möglich, dass Erik Moore, der vergangene Nacht hier Dienst hat, vom gleichen Apparat aus telefoniert hat. Sie denken, dass sowohl Erik Moores als auch Victor Salines Stimme auf diesem Tonband sind? Ja, das wäre immerhin möglich. Erik könnte einen Anruf von Victors Telefon aus entgegengenommen haben. Jedenfalls wollen wir das mal überprüfen. Salines Moore, Maschinenbau. Nein, das ist nur ein Gespräch von Victor. Hm. Ah, das ist er, Erik Moore. Hallo Erik, hier ist Bert. Du, ich habe dich leider nicht früher erreichen können. Also, ich habe das fehlende Teil für die elektronische Kontrolle gefunden. Es hat immer noch hier in Hamburg rumgelegen. Es kommt heute Nacht per Luftfracht zu euch rüber. Na, dann ist ja alles in Ordnung, Bert. Vielen Dank für deinen Anruf. Sind denn eigentlich alle eingehenden Telefongespräche aufgenommen worden? Ja, jedenfalls hat das Jim Wilson behauptet. Ziemlich gruselig. Die Stimme eines Menschen zu hören, der gleich danach umgebracht worden ist. Sicher, sicher. Aber es könnte einen wichtigen Hinweis geben in einem dieser Gespräche.
Versuchen wir es nochmal. Moore, Salinas Moore Maschinenbau. Hallo, Eric? Hier, Victor. Ich dachte, ich rufe mal kurz an. Alles okay hier, Vic. Was ist? Hast du ein schlechtes Gewissen? Nein, ich habe nur heute Mittag eine kleine Unregelmäßigkeit an einem Montageplatz festgestellt. Nichts Gravierendes. Trotzdem wäre es vielleicht gut, wenn du bei einem Kontrollgang danach sehen wolltest. Sicher. Ich wollte sowieso gerade in die Halle hinunter. Worum handelt es sich? Möglicherweise sehe ich nur Gespenster. Aber mir kam es heute Mittag so vor, als ob das Elektronenauge, das den automatischen Schweißer kontrolliert, etwas zu langsam reagiert. Ah, meinst du den Montageplatz, wo das Chassis angefahren kommt und den Lichtstrahl unterbricht? Ja, genau. Ich hatte den Eindruck, die Arme des Roboters kommen mit einer geringfügigen Verzögerung herab, ehe sie zu schweißen beginnen. Würdest du bitte mal danach sehen? Aber sicher. Du kannst es am besten testen, wenn du die Hand ein paar Mal vor dem Elektronenauge hin und her bewegst. Dann merkst du gleich, was ich meine. Mache ich. Bis später. Ja. Komisch. Mr. Salinas hat gar nicht erwähnt, dass er vergangene Nacht mit Mr. Moore telefoniert hat. Also, merkwürdig. Sehr merkwürdig, in der Tat. Es ist überhaupt ein seltsamer Anruf. Wenn Victor wusste, dass der Roboter nicht exakt funktionierte, warum hat er sich nicht selbst darum gekümmert? Wenn Victor abends mit Erics Frau verabredet war, dann hat er Mr. Moore vielleicht nur angerufen, um ganz sicher zu sein, dass der im Werk auf seinem Posten war. Sie meinen, er hat nur angerufen, um sich in aller Ruhe Eriks Frau widmen zu können? Ja. Nein. Nein, nein. Ich glaube, dieser Anruf hat mehr zu bedeuten. Ich gehe noch mal runter zum Fließband, um etwas zu überprüfen. Würden Sie bitte Victor suchen und ihn zu mir in die Halle bringen? Natürlich, Mr. Allen. Haben Sie einen bestimmten Verdacht? Ich weiß nicht. Mir geht da irgendwas durch den Kopf. Ich muss unbedingt ein paar kleine Tests durchführen. Ich bin in der automatischen Schweißerei. Wir treffen uns dort. Ja, sobald ich Mr. Salinas gefunden habe. Was denn noch, Don? Sagen wir so, du warst zwar aufrichtig in dem, was du mir erzählt hast, aber da sind ein, zwei Dinge, die du mir unterschlagen hast. Was für Dinge? Victor, du hast mir nichts von dem Telefongespräch erzählt, das du mit Eric geführt hast. Letzte Nacht, als er hier Dienst hatte. Ach. Habe ich das wirklich nicht? Nein. Dann dachte ich wohl, das wäre nicht weiter wichtig. Wie bist du überhaupt darauf gekommen? Hast du das vergessen? Eric hatte doch dein Telefon angezapft, um alle Gespräche auf Tonband aufzunehmen. Vergangene Nacht war er an deinem Apparat, als dein Anruf kam. Und das heißt? Dass dein Anruf auf dieses Tonband gekommen ist. Na und? Es war ein reiner Routineanruf. Ich weiß, ich habe ihn abgehört. Er hatte etwas zu tun mit einem defekten Elektronenauge hier bei den Schweißautomaten. Richtig. Darum handelte es sich. Hilf meinem Gedächtnis ein wenig nach, Victor. Was hat dieses elektronische Auge zu tun? Was ist seine Funktion? Großer Gott. Nochmal alles von vorn? Ja, bitte. Also, das Fahrgestell des Schleppers erreicht auf dem Fließband diese Stelle. Hier. Genau hier. Und unterbricht damit den auf das Elektronenauge gerichteten Lichtstrahl. Worauf ein Signal übermittelt wird, ein Befehl an die Schweißarme des Roboters. Richtig. Die Roboterarme treten sodann in Aktion und führen den notwendigen Schweißvorgang durch. Und die Bewegungen, die sie dabei machen, sind auf ein Magnetband vorprogrammiert. So ist es. Sie machen immer wieder die gleichen Bewegungen. Das alles habe ich dir doch schon mal erklärt. Ja, aber du hast mir noch nicht erklärt, wie die Armbewegungen gesteuert werden. Ganz einfach. Die Schweißapparatur ist mit einem Computer verbunden, der die Arme in alle gewünschten Positionen bringen kann. Und wie kommt so ein Magnetbandprogramm überhaupt zustande? Wie macht man das? Nun, du nimmst einfach die Roboterarme und führst sie durch die verschiedenen Bewegungen, die sie später ausführen sollen. Während gleichzeitig das Magnetband läuft? Ja, die Reihenfolge der Bewegungen und die Stellungen der einzelnen Arme werden dabei sofort aufgezeichnet. Aha. Und jedes Mal, wenn man also das Band ablaufen lässt, führen die Arme des Roboters die immer gleichen Bewegungen aus. Genau. Und die Roboterarme beginnen zu arbeiten, sobald das Fahrgestell eines Schleppers auf dem Fließband das Elektronenauge passiert und den Lichtstrahl unterbricht. Ja. Wie oft soll ich dir das noch erzählen? In dem Telefongespräch, das du vergangene Nacht mit Eric geführt hast, da hast du doch gesagt, dass dieses Elektronenauge etwas zu langsam reagiert,
wodurch die Übermittlung des Befehls verzögert wird. Ja, ich hatte den Eindruck, man müsste das überprüfen. Und? Hat Erik das Elektronenauge vergangene Nacht überprüft? Ich nehme es an. Aber du bist nicht ganz sicher? Nein. Nachdem es dir gestern Nacht so wichtig war, solltest du dich doch jetzt eigentlich unbedingt vergewissern, dass alles in Ordnung ist. Der Roboter ist wieder okay. Kannst es mir glauben. Trotzdem bin ich dafür, dass du nachziehst, ob das Elektronenauge nicht doch noch mit Verzögerung arbeitet. Ich habe nichts daran auszusetzen. Die Maschine arbeitet einwandfrei. Ich habe Jim aufgefordert, noch einmal herunterzukommen. Warten wir ab, was er dazu meint. Was ist denn jetzt schon wieder? Ich habe zu tun. Ich habe der Polizei doch schon alles gesagt, was ich weiß. Und sie haben auch mein Alibi für die vergangene Nacht akzeptiert. Ich akzeptiere es auch. Ich wollte nur noch Ihre Meinung über die Roboterarme hören, welche die Schweißvorgänge ausführen. Setzen die sich nicht etwas zu langsam in Bewegung? Na schön. Schauen wir uns das mal an. Ja, tatsächlich. Die beginnen etwas langsamer zu arbeiten als vorgesehen. Dann hat Erik den Fehler letzte Nacht also doch nicht behoben, Viktor. Willst du nicht das Elektronenauge jetzt selbst überprüfen? Mach doch mal ein paar Handbewegungen vor dem Lichtstrahl. Genauso, wie du es gestern Nacht Erik empfohlen hast. Nein. Nein? Nun, dann eben nicht. Jim, würde es Ihnen was ausmachen, ein wenig mit Ihrer Hand vor dem Elektronenauge herumzufuchteln, um die Reaktion und das Timing zu testen? Der Roboter hat ja gerade nichts zu tun. Mache ich. Vielleicht kommt dann alles auf diesem verdammten Fließband wieder auf Vordermann. Nein, nicht weg da. Rücken weg. Ich lass mich nicht rumschubsen, auch nicht von Ihnen, Chef. Idiot, halten Sie den Mund und lassen Sie die Finger von der Maschine. Warum? Warum? Ah, du weißt also etwas, was wir nicht wissen. Stimmt's, Victor? Ich habe ein Gespräch für Sie entgegengenommen, Mr. Salinas. Aber was ist denn hier passiert? Sie kommen im richtigen Augenblick, Shayla. Ich will Ihnen zeigen, was passiert ist. Nichts ist passiert. Wirklich nicht, Victor? Vorhin, als ich alleine hier unten war, habe ich ein paar kleine Experimente gemacht. Geben Sie mir mal diesen Stock dort, Jim. Danke. So, und jetzt passen Sie auf. Mr. Allen, was haben Sie denn vor? Ich mache mit dem Stock eine Bewegung vor dem Elektronenauge. So. Sie sehen, die Roboterarme senken sich und gehen durch die einzelnen vorprogrammierten Phasen des Schweißens, wie Sie es normalerweise tun. Das ist doch nichts Neues, was soll's? Mann, seien Sie doch nicht so ungeduldig. Passen Sie auf. Jetzt bewege ich den Stock mehrere Male und in schneller Folge vor dem Elektronenauge hin und her. So. Arme senken sich wieder. Aber Sie führen nicht die üblichen Schweißarbeiten aus, oder? Nein. Einer der Arme hat das Messer dort drüben aufgenommen. Zwei andere Arme krümmen sich. So, als ob sie etwas in ihrer Mitte umklammern wollten. Aber das ist doch unmöglich. Das ist keineswegs unmöglich, wie Sie sehen. Toll, was? Dieser ganze Vorgang erklärt den Produktionsausfall von 10 Minuten und das Verschwinden des einen Raupenschleppers. Und jetzt? Jetzt beobachten Sie den Arm mit dem Messer. Er stößt mit dem Messer zu. Er stößt auf das ein, was sich zwischen den beiden anderen Armen befindet. Auf einen menschlichen Körper vielleicht? Mein Gott, dieser Roboter ist programmiert worden, jemanden zu ermorden. Nicht nur das. Man hat ihn gleich so programmiert, dass er den toten Körper beiseite schafft. Da, sehen Sie. Die Arme heben den Gegenstand oder was auch immer das sei, hinüber auf das letzte Fließband. Wo er in ein fertiges Fahrzeug geht. Mr. Salinas, wo wollen Sie hin? Ich an deiner Stelle würde gar nicht erst versuchen, von dir wegzukommen, Victor. Ich habe die Polizei bereits verständigt. Schade. Die Sache war narrensicher. Das perfekte Verbrechen. Sie Dreckskerl. Sie haben den Roboter so programmiert, dass er auf jeden einstechen musste, der mehr als eine Bewegung vor dem Elektronenauge machte. Und Erik überredet, die Mordmaschine zu testen. Und seinen Tod haben Sie mir in die Schuhe schieben wollen, was? Der Streit, den Sie mit Erik hatten, hätte Sie zum idealen Verdächtigen gestempelt. Jim, wirklich? Ein Jammer. Hätte ich Zeit gehabt, das Magnetband zu löschen, kein Mensch wäre je dahinter gekommen. Sie wollten mich sprechen. Ah ja, Inspektor. Ich wollte Ihnen nur etwas zeigen aus der Wunderwelt der Automation. Sie glauben gar nicht, was so ein Monstrum alles machen kann. Schauen Sie mal.
Das, meine Damen und Herren, war das Kriminalhörspiel Computer Crime von Edward Crowley in der Übersetzung von Teddy H. Lee. Es sprachen Don Allen, Franz Rudnick, Schäler, seine Sekretärin, Petra Verena Milchert, Victor Salinas, Heinrich Gieskes, Jim Wilson, Werkmeister, Gernot Duda, Eric Moore, Jürgen Thurmann, Sharon Moore, Wiebke Paritz, Bert, Walter Kreie.